Alternative Tierhaltung liegt im Trend. Wasserbüffel sind friedlich und neugierig und wenig anspruchsvoll in der Haltung. Landwirt Praxistipp. Die Liebe zu den Wasserbüffeln entstand vor einigen Jahren, als sich der Oberösterreicher Thomas Steinhuber entschloss, seinen Betrieb neu aufzustellen. Gemeinsam mit dem Nachbarbetrieb gründete er die Marke Sippbachtaler Wasserbüffel. Also unser erster Büffel, der ist vom Mühlviertel gekommen, der ist von einem, also nicht angenommen worden, eigentlich von der Herde, und dann hat eigentlich meine Frau mit der Flasche aufgezogen. Das war der Fridolin. Weltweit werden etwa 200 Millionen Büffel als Nutztiere gehalten, die meisten davon in Asien. Sie wiegen bis zu einer Tonne und werden zur Milchproduktion, als Zugtier und zur Fleischerzeugung genutzt. Außerdem bewähren sich Wasserbüffel in der Grünlandnutzung und Landschaftspflege. Am Hof Bauer zu Kreuzing weiden je nach Jahreszeit 20 bis 27 Wasserbüffel. Die Tiere sind anspruchslos. Sie benötigen lediglich einen Unterstand und ab 25 Grad Celsius eine Suhle zum Abkühlen. Die jetzt brauchst du so gut wie nie eigentlich, und parasitäre Behandlungen hast du halt einfach so ein Pull-on-Mittel, das war einfach gegen Räude und gegen einen Leberegel ist, weil sie halt trotzdem mal im Nosten und Feuchten sind. Wasserbüffelfleisch ist hochwertig. Es enthält weniger Cholesterin und Kalorien sowie mehr Eiweiß und Mineralstoffe als herkömmliches Rindfleisch. Das Fleisch hat mehr Muskel und weniger Bindegewebe und ist dadurch dunkler und zarter als jenes von Hausrindern. Aber es ist nicht so wie ein konventioneller Rind, dass ich sage, ich gehe jetzt am Fleischhocker und verkaufe das Leber, das wird so nicht funktionieren. Das ist eigentlich das Aufwendigste an dem Ganzen, dass du mal schaust, dass du selber eigentlich dein Produkt vermarkst und an Mann bringst. Das ist am Anfang ziemlich zäh gegangen, aber mittlerweile ist es eigentlich ein Selbstläufer. Die Schlachtreife erreichen die Wasserbüffel mit 2 bis 2,5 Jahren. Im Jahr schlachtet Steinhuber 5 bis 10 Tiere. Die Vermarktung erfolgt ab Hof oder durch persönliche Zustellung. Was nicht als Mischpaket verkauft wird, wird entweder verwurstet oder getrocknet.